Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Omsi. Oh, ich habe auf Pause gestellt gehabt. Tut mir leid. Kleinen Moment. Zuallererst Fahrplan weg. Weil der hat ja eh nicht funktioniert. Und dann mache ich dir mal kurz die andere Route rein. Die machen wir hier 000 und Betriebsfahrt. Jawohl. Betriebsfahrt. Genau. Weil. Ist nicht das, also ist modisch wahrscheinlich so neue modische Farbe oder irgendwie so moderne Kunst oder so. Möchten wir nicht auf unserem Bus, deshalb müssen wir mal irgendwo hin zum Reinigen. Was heißt das im Prinzip so? Zack, das war der Bordstein. Zack, das ist der nächste Bordstein. Uah, da kommt ein Bus, da kommt ein Bus. Ich glaube, der Busfahrer da ist auch gerade extrem geschockt, was wir hier wieder für eine Scheiße zusammenfahren. Gleich am Anfang der Folge. Oh, guck mal, da ist genauso dreckig wie wir. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt erstmal fahren werden. Also die Karre waschen. Versteht sich. Das heißt, wir können ein bisschen Gas geben hier. Voll die Formel 1 Action. Guck mal hier, 60 mit 55 sind wir jetzt unterwegs. Deco mio mucho grande, Freunde. Deco mio mucho grande. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, da müssen wir auch ganz. Mal sehen, wie weit wir hier jetzt rutschen. Mit festen Rädern. Irgendwie überhaupt nicht weit. Ich habe mir das jetzt weiter vorgestellt. So, von der Geschwindigkeit her jedenfalls. Naja, was soll's. So, man geht schon mal was nach Plan. In meinen Little Days. Naja. Ach, wir dürfen gleich. Das ist nett. Wir müssen nicht mal zum Betrieb suchen. Und da ist ja hier erstmal die große Straße geradeaus. Das habe ich befürchtet. Zum Glück sind wir gerade an den Verkehrsschildern hängen geblieben. Das jetzt ganz langsam umknickt. Und irgendwie doch so hängen bleibt irgendwie. Sieht auch nicht schlecht aus. Wir müssen mal hier ganz schnell. Bevor ich dann noch die Stadt auseinandernehme. So, halten wir mal wieder an, weil uns soll ja auch nicht kalt werden im Bus, ne? Glaube ich. So, wir kommen nicht gleich zu euch. Wir müssen mal gucken, welchen Umlauf wir dann erwischen. Dass wir wieder zur Volksstraße hinterkommen. Nee, 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 nee. Du holst mich nicht. Guck mal, hier steht noch ein bisschen Gas, Mensch. Ja, gleich aber du holst mich nicht. Tschüss. Entschuldigung. Ich muss da gerade noch rein. Wie hier lang brettern wir es an. Nice. Die Karre wird schmutziger und schmutziger mit jedem Meter, den wir fahren. Oder fahren wir so. So, da knackt es auch gleich in der Karre. Das heißt, vielleicht ist jetzt irgendwas kaputt gegangen gerade. So betriebemäßig. Nö, also nur ersten bis sechsten Gang und dann in R für Rennen oder in R für Rallye-Gang. Das kommt gut. So auf der Autobahn, das kommt sehr geil. Also Rallye-Gang kann ich nur empfehlen, geht mega ab. Das war auch nur ein bisschen böser Humor. Guck mal, was da für Menschen da so stehen. Ah, oh, wir können einfach vorbei fahren. Bätsche, bätsche, bätsche. Entschuldigung. Musste gerade sein. Aus Prinzip. Weil sich gerade angeboten hat. Dann nochmal hier so ein bisschen, so nochmal ein bisschen Wassertropfen drauf. So, jetzt müsste es theoretisch geradeaus schon stehen, kann das sein? Ja, steht es also schon. Ja, Depot Spandau und abbiegen ist Kreuzstraße. Genau. Wow, ach, das war zum Glück mal cool. Puh, haben wir Glück gehabt. Wenn es rot gewesen wäre, wären wir volle Kanne drüber geschlittert. Davon könnte aber mal ausgehen. Fahren wir ein bisschen weiter hier rüber. So auf der Mittellinie fahren sind doch nicht so geil. Wie sind die Karre auf? Boah. Boah, Alter, Alter. Mit so einem Bus wollte ich selber nicht fahren wollen. Mit so einem Bus wollte ich mich als Busfahrer nicht auf die Straße trauen. Wir pfeifen gerade so ein bisschen auf dem letzten Loch, was die Geschwindigkeit angeht. Das heißt, wir können mal hier einen dritten schalten. Mit den kommen wir übrigens nicht mit irgendeiner Taste oder so. Das geht irgendwie nur manuell. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung.
tanken. Wir könnten dann noch mal tanken. Wir fahren jetzt erstmal zum Depot. Und dann können wir noch mal tanken. Können wir uns nochmal eine Tankstelle suchen. Weil wir müssen tanken. Wir sind nur noch halb voll. Wir sind nur noch halb voll. Müssen wir noch ein bisschen nachkippen. Betrunken. So eine Peter Griffin-Lache. Ah, finde ich geil. Naja, dürfen wir auch mal irgendwann vielleicht. Als Linksabbieger bist du echt immer der Vollpfosten. Das ist ein bisschen bitter. So, jetzt dürfen wir aber. Tschüss! Oh. Wow. Oben. Schön. Geiles Nummernschild. So. Wir können auch gerade mal wissentlich stehen lassen, das ist schön. Das freut mich. Das erfüllt mein Herz mit Wärme. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. So, das müsste theoretisch das Depot sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist es. Ist es. Wir müssen da nochmal abbiegen. Ich weiß, dass wir da langsam fahren. Betonung liegt auf langsam. Was heißt so mit 300 um die Kurve? Also bei Need for Speed jedenfalls. Aber wie geil. So 300 mal um die Kurve brettern. So total unrealistisch, dass man die Kurve dann auch bekommt, aber naja. Ja, hup doch. Ist doch noch Platz, Mensch. Was hast du denn? Oh, der Vorspanner, da ist es doch. Ah, wir können auch gleich tanken. Ah, das ist natürlich gut. Und reparieren können wir auch. Das können wir gleich mal mitmachen. Weil da hat vorhin irgendwas geknackt und ich weiß nicht, was das war. Und ich habe keine Lust drauf, dass das irgendwas getriebemäßig war oder so und uns das irgendwann so mitten in der Fahrt ausfällt einfach. Schalt auf grün. Danke. Sehr freundlich. Wir parken irgendwo und ich will diese einstöckigen Busse fahren. Einfach nur weil die da stehen und man die nicht fahren kann, will ich sie fahren. Wir müssen es irgendwie hier, irgendwo hier hinstellen. Alter, sieht die Karre aus. Och Gott, ist das schrecklich. Tut mir der Bus leid, ey. Wir hätten vielleicht andersrum reinfahren sollen. Das wird so, glaube ich, nichts. Hoppe da. Boah, wie die Reifen hinten durchdrehen. Guck dir das an, ey. Wenn wir Gas geben, wie die durchdrehen einfach. Boah, mies. Halt. Da sind wir wieder ein Stück gerutscht. Jedenfalls die Hinterräder standen schon. So, wir stellen uns mal hier hin, lassen die Karre reinigen. Oder wir steigen in einen anderen Bus. Und das können wir auch machen. Nö, wir fahren mit eben eine Runde, denke ich. Jetzt sind wir immer zwei Runden mit demselben Bus gefahren eigentlich. Das heißt, wir können jetzt mal mit dem wieder fahren. Zwei Runden, logischerweise. So. Pass auf. Also, erstmal, das ist ganz wichtig. Ich hoffe, mir schmiert das Spiel nicht ab. Okay. Den haben wir. Den müssen wir jetzt auch voll haben. Ach, guck mal, das wird sogar richtig angezeigt mit dem Tanken. Cool. Das ist natürlich geil. Da sagst du nix, Mensch. Ist interessant, dass das so geht, ne? Möchte ich anmerken. Es ist interessant, dass das so geht. Das heißt, man kann wirklich sagen, okay, ich mache nur halb voll oder ich mache ganz voll. Wir machen natürlich ganz voll. Ist klar. Ich nehme mal was. So. Das reicht. Tank ist mehr als voll. Okay. Warum auch immer. Können wir mal ganz kurz. Guck mal hier. Juhu. Yay. Oh, Schnee. Geil. Naja. War die Karre wieder dreckig. Wir müssen die anschalten. Falscher Gang. Den will ich. So, Stadtgrenze Reimer Weg, da müssen wir. Ich hab das Gefühl, es ist noch glatter als vorher. War eine super Idee. Wird grün. Danke. Sehr freundlich. Da lang.
Die Karre ist wieder sauber, so mehr oder weniger. Das ist natürlich auch schön. Wow, langsam, 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 langsam. So. Das ist ja toll, das Wetter. Naja, wenigstens schneit. Ne? Es müsste halt so eine Mischung geben zwischen dem Wetter, was wir bis gerade eben hatten, und dem hier. Das wäre richtig geil. Hm? Ich glaube, das war die Bordsteinkante. Halt, 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 halt. Da rutschen wir ganz gut. Kommt doch keiner. Gut. Da sind wir jetzt ganz gut rumgerutscht. Ja, das wird lustig. Rum, 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 rum. Nicht die Laterne mitnehmen. Well, Entschuldigung. Bester Busfahrer der Welt, bester LKW-Fahrer der Welt. Ja. Naja. Wir müssen dann da abbiegen. Das sieht man jetzt auf dem Blinker voll, in welche Richtung ich meine, aber man sieht es unten an dem Hebel. Guck mal. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. So. Jetzt kann jeder, der es nicht auf Anhieb gesehen hat, den Bildschirm durchsuchen. Damit auch weiß, was gemeint ist. Gemein. Ich meine, den Hebel da. Zack, zack, zack. Ich schalte da mal so ein bisschen rum. Den Hebel meine ich. Und nach oben heißt nach rechts. Nur so zur Info. Von was? Allräuchereien bis Zylinderstifte. Hey, was ist das für eine merkwürdige Werbung? Allräuchereien bis Zylinderstifte. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das eine ist was zu essen, das andere ist wahrscheinlich Technik für Autos oder vielleicht Hutmacher oder wegen Zylinder. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ein paar Bleistifte durch den Zylinder rammen, vielleicht sieht es toll aus oder so, keine Ahnung. Ganz merkwürdig. Naja. Geht's. Jetzt geht's weiter. Das ist schön. Kumpel. Taxi. Sonst gibt auch mal Gas, weißt du? Also fahr zu. So, 22,5 Grad. Ist zu warm hier. Ich will die Tageskarte. Man merkt, dass es noch dieselbe Aufnahme ist, ne? Also mit einer kurzen Pause drin. Weil ich das ja jetzt nicht mehr komplett am Stück aufnehme, sondern halt so getrennt mache. Weil es einfacher ist mit dem Schneiden. Das habe ich aber schon beim Eurotruck 2 erwähnt, glaube ich. Na komm. Ach, da vorne ist eine Ampel. Ah, die sehe ich jetzt erst. Ja. Die sehe ich ja jetzt erst. Naja. Die Karre wackelt ein bisschen, kann das sein? Was ist da los? Was ist da los? Achso. Wir sind hier mal wieder ein Stück vom Bordstein weg, dann hört es auch auf zu wackeln. Sag ich doch. Ja. Ich habe bestimmt schon mal erwähnt, dass ich rote Ampeln mag. Da wächst mir an Bord, bis wir hier wegkommen. Also nicht, dass der schon da wäre, so mehr oder weniger. Bartwachstum ist erst mit 35 fertig. Aha, wieder was gelernt. Das sind sehr informative Let's Plays, die ich hier mache. Kann man immer was lernen. Die Frage ist nur, wofür braucht man das? Beziehungsweise wen interessiert das? Das ist aber nicht mein Problem in dem Fall. So, wir sind immer noch auf Betriebsfahrt, das heißt, die können uns gerade mal ein bisschen egal sein. Wir müssen wieder zur Stadtgrenze zurück. Das heißt, wir müssen uns einfach nur noch diese Straße folgen. Den Mittelstrich nur sehen, weil der halt nicht geräumt ist. Das ist auch sehr geil. So, es ist übrigens mal wieder Nebel, das heißt, wir sehen mal wieder nichts und die Schneeflocken scheinen irgendwie in einer Reihe umzufallen. Seht ihr das so? Wenn man da guckt, wo das Mikrofon ist daneben, da sieht man, dass die irgendwie so in einem wenigen Strich runterfallen oder so. Das ist komisch. Jetzt sieht man es sehr gut. Jetzt sieht man es sehr gut. Ganz komisch. Naja, es schneit. Da möchte ich gar nicht meckern. Renn ich irgendwo Ampel? Die ist grün. Ja, umso besser. Muss man nicht bremsen, kann man gleich durchbrettern. Tschüss. Ah, guck mal, da wollen welche einsteigen. Haha. Nicht bei mir. Heute nicht. Steh ab, Kartoffel. Heute nicht. Kennt das jemand? Total sinnlos. War mal irgendwie total im Trend, irgendwie diese komischen Videos, ich hab vergessen, die haben. Und ja, ist jetzt schon wieder komplett außer Mode und alles, weißt du, es ist naja. So, Freunde.
waren aber auch nur die sinnlosen Sachen. Also, ne. Na, jetzt sehe ich hier die Fahrspuren, das ist umso besser. Können wir das mal ein bisschen korrigieren hier. Ach, die fahren. Na, okay. Ich wollte gerade auf die Hupe drücken, wie so ein Kloppter. Boah, der Bus. Oh, Alter. Boah, das ist ja richtig übel. Na, wollt ihr zur Stadtgrenze? Ich mit mir. Der Bus da drüben sieht auch geil. Boah, die sind alle so dreckig mittlerweile. Geil. Ich werde mal einen Zwischenstopp beim Depot machen und mal waschen. Aber das ist nur so ein Tipp. So, hier müsste doch gleich irgendwo diese Abbiegung kommen, nicht? Ja, doch, hier ist die Haltestelle und da kommt gleich hier Reimersweg. Oder nee, Reimersweg heißt der, ne? Reimersweg. Uah, Brems! Ja. Geil, gleich zwei mitgenommen. Ja. Hallo? 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 Ach, leck mich doch am Arsch. Das gibt's doch nicht. Freunde? Hallo? Ach so. Merkwürdig. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwas. Da war jetzt nicht irgendwas in der Aufnahme komisch oder so. Vielleicht hat's kurz gehangen oder was? Ich weiß es nicht. War gerade komisch. Ich wollte gerade die Polizei alarmieren, hat irgendwie nicht funktioniert. Ganz merkwürdig. So, hier kommt hier, wollte ich hin. Genau, auf dem Weg. Nicht gegen den Baum. Aber das soll ich stellen? Ja, haben wir mitgekriegt. Natürlich. Alter. Ja. Das funktioniert auf jeden Fall geil. Ja, hier rüber. Jetzt sehe ich nicht, wann die Ampel umschalte. Das ist toll. Jetzt sehe ich es. Noch ist rot, gelb und grün. Dankeschön. 24 Grad in der Karre. Wir könnten mal die Heizung ausmachen. Glaube ich. Halt. Heilige. Was ist denn nur los heute? Heute ist der Wurm drin. 17:11 Uhr. Ich weiß gar nicht, wann der nächste Umlauf für die Route startet. Ja, 24 Grad, wir können mal die Heizung hier gerade ausmachen. Das heißt, wir drehen unser monotones Brummen im Hintergrund etwas runter. Und die Scheiben werden schon wieder dreckig. Das ist ja ein Traum. Ja, wir werden schon wieder dreckig. Das ist super. Dann machen wir kurz den hier, dass die Scheiben wenigstens so in unserem Sichtbereich sauber bleiben. Perfekt. Rutsche, 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 rutsche. Sogar noch ein bisschen gelenkt beim Rutschen. Geil. Läuft. So, jetzt vorsichtig. Ach je, da steht ja jemand. Hallo die Herren. Guck mal, das ist auch so ein ganz kleines bisschen dreckig. Ich guck mal gerade, wann der nächste Umlauf startet hier. 92. 17:27, 43, 45, 23, 25, 18:03. Es ist ja traumhaft. Wie wär's hiermit? Hä, hallo? Was? Wie? Ach so, Linie 13 fährt heute gar nicht, oder was? Das ist ja traumhaft. 23 ist das nächste, das heißt, wir stellen mal die Zeit etwas vor. Ich mache mal hier 17:20 draus.
Jo. Da ist Licht an. Fahrplan 92, 4 Sonntag, genau. Und wir stellen hier um 92, also die Linie und Freudstraße war es, genau. Steht jetzt drinne Spandau, ja, genau. Das passt. So, den Wagen da vorne lösen wir, glaube ich, ab. Ja, den lösen wir ab, da steht jetzt keine Zahl mehr drinne. So, jetzt beschweren sie sich wieder. Ich bin zu warm im Busch. Ich will eine Tageskarte. Pass auf, komm, den Fall. Hallo, einmal normal, bitte. Guten Tag, einmal normal, einmal 30 Pfennig zurück, bitteschön. Hallo. Hallo, guten Tag. Ein Fahrschein, bitte. Hallo. So bei 3. So bei 8, so bei 9, so bei 10, bitteschön. Einmal normal, bitte. Einmal normal, so bei 3, so bei 5, bitteschön. Sonst niemand? Nein, schade. Aber die Tür zu, Freunde, ne, versteht er bestimmt. 23 müssen wir los. Halt, wir machen mal hier so ein bisschen an wieder. So. Ach ja. Da haben wir hier so ein Stückchen vor noch. Was ist das eigentlich für ein Teil hier? Keine Ahnung. Okay. Eine Minute haben wir noch. Ja, ist ja okay. Einsteigen will wohl keiner mehr. Das waren, glaube ich, alle. 20,6 Grad im Bus, das ist okay. Denke ich. Hm. 22 haben wir uns noch, okay. Nö, wir können einsteigen. Alles klar. Gut, unsere Karre ist. Ja, wir sehen wenigstens wieder das BVG-Zeichen, das war ja vorher verschollen. Lost quasi. Hahaha. Diese Witze werden immer schlechter und schlechter. Naja. 20,7 Grad. Ja, ich denke, das ist okay. Ja, was redet man denn die Folge, Freunde? Sagt mal was. Da kommt ein. Die Bosch. Ah, Küchenstudio, alles klar. So, wir fahren mal los, wollte ich sagen. Es ist 23. So, vorsichtig. Ah, ja, Bordsteinkante, war doch klar. War doch logisch. Ich hoffe, ich nehme den Mauszeiger nicht mit auf, ansonsten tut es mir leid. Aber ich glaube, ich hab den jetzt immer ausgeschaltet. Weil dann den anderen Spielen sowieso immer angezeigt wird. Ja, dann, weil es da ja noch einen Ingame-Mauszeiger gibt. Beziehungsweise dann so ein Fadenkreuz oder so ein Punkt einfach. Und hier ist die Maus wirklich gestorben. Das wäre die ganze Zeit immer im Bild und das ist ein bisschen. Muss im Video wirklich nicht sein. Habe ich aber auch schon so oft erwähnt. Wir sollten vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Gerade beim Nebel, wo wir sowieso nichts sehen. Aber naja, bester Busfahrer der Welt und so. Lassen da ein bisschen ausrollen hier, wir müssen dann sowieso bremsen, weil gerade rot ist für uns. Kuppel, Vorsicht. So, passt so. Ne? Ja, passt so. Ich finde auch immer noch, dass die Busse einfach geil aussehen. Die sind sehr gut nachgebaut. Da kann man nichts sagen. Ich finde die Busse immer noch mega geil. Da sagst du wirklich nichts. Also ganz ehrlich, da ist es. Da kannst du wirklich nichts sagen. Im Umsi 2 sind die natürlich dann noch so ein kleinen Ticken besser aus, vor allem bist du halt auch noch Gelenkbusse. Das werde ich mir auch immer mal besorgen. Das wird auch geil. Ne, wir können ja sagen, ja, irgendwann sagen wir vielleicht mal, so, guck mal hier, Umsi ist jetzt. Wow, das ist Heck ausgebrochen. Ist jetzt durch. Wir gucken uns mal Umsi 2 an, so noch ein paar Gelenkbusse fahren, auch ein paar andere Routen noch so. Ne, das wäre auch. Ja, vielleicht auch nicht die schlechteste Idee. Oder ihr sagt, nee, weiß ich nicht. Und wir suchen uns irgendwas anderes. Vielleicht ja nicht in der. Hallo? Hallo? Riege, sondern woanders. Guten Tag. Je Machen Sie nachdem. es Guten einmal Tag. normal, bitte.
Nee, es ist im Bus zu warm. Ich will eine Fahrkarte. Ja, bitteschön. Alter, es sind 20,1 Grad. Und der will mir erzählen, dass es zu warm ist. Also, ganz ehrlich. Verarschen kann ich mich alleine. Dass das mal klar ist. So, Freunde. Vorsicht. Ja, das war doch klar. Da muss ich die ganze Karre ausgeben. Boah. Puh, das ist ein bisschen... Habe ich im Finger wieder ins Mikro bekommen? Entschuldigung. Das ist ein bisschen herausfordernd. Ich müsste vielleicht wirklich mal so ein Standmikrofon oder sowas kaufen. Gut, andererseits ist es dann halt mit der Tastatur ein bisschen blöd, ne? Weiß ich nicht. Mal schauen. Vielleicht klemme ich mir das auch irgendwo an die Wand oder so. Und hat das dann so vor mir dann hängen quasi, weißt du? So, achso, die wollen alle zu uns. Okay. Hallo. Guck mal hier. Hallo. 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 Guten Tag. Ach, machen wir Hallo. Jetzt hier einen auf Sauna, ja? Alter, 19,5 Grad im Bus. Ja, ich doch noch eine Tageskarte wollen, weißt du. Geht's vielleicht noch ein bisschen kleiner? Ja, ich hätte dir auch 5 Pfennigstücke geben können. Blöde Kuh. Entschuldigung, aber das ist doch. Tut mir echt leid, aber es ist doch wirklich, es ist doch. Geht vielleicht noch ein bisschen kleiner? Ja, es geht kleiner. Ich hätte auch fünf Pfennigstücke geben können. Ein Pfennigstücke habe ich leider nicht mit, aber ansonsten hätte ich dir auch gerne die gegeben. Weißt du, erst beschweren, dass es zu warm ist, dann eine Fahrkarte verlangen und dann auch noch beschweren, dass es zu klein ist, was ich ihr gegeben habe. Weil ich kein Markstück war, sondern 2,50 Pfennigstücke. Es tut mir leid. Aber boah, da rege ich mich echt auf, ey. Das ist doch. Ganz ehrlich, ein Markstück oder 52 Pfennigstücke. Es interessiert einfach keinen. Was ist das? Schleppt die zu viel Gewicht dann mit sich rum oder was? Ey. Guten Tag. Sagen Sie, es ist sehr warm hier. Es sind 18,5 Grad. Boah, ich. Nee. Die Aufnahme. Boah. Es sind 18,5. Es sind 17,7 Grad in dem Bus und die wollen mir erklären, dass es zu warm ist. Okay. Ganz ruhig. Positiv denken. Die meinen es nicht wirklich so. Da wird doch gerade die Frame Rate wieder, das ist auch toll. Wo wir eh mit ziemlich wenig Frames unterwegs sind, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß gar nicht warum. So mit 16 bis 20 Frames, so 16 bis 30 Frames sind wir immer unterwegs. Ich habe keine Ahnung warum. Weil, keine Ahnung. Was man da für ein ultra high-tech gaming PC brauchen soll, um dieses Spiel auf 60 Frames die Sekunde zu spielen, wahrscheinlich geht das gar nicht. Wahrscheinlich funktioniert es nicht mal. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Das will keiner einsteigen? Echt nicht? Ach, ja, aussteigen, natürlich, die Tussi mit der Tageskarte. Das war nicht die Tussi mit der Tageskarte. Schade. Die könnte eigentlich gleich mitgehen. So, danke Polizei, dass uns vorlassen, das ist ja nett. Die lassen uns auch vor, das ist auch sehr nett. Das ist, finde ich toll. Ja. Vorsichtig, nicht wegrutschen. Da wollen wir wieder einsteigen. Das sehe ich doch bis hier. Bei maximal 10 Metern Abstand sehe ich das. Wir machen hier Heizung wieder ein bisschen hoch. Achso, ist ganz oben. Ah, okay. Guten Tag. Ah, guck mal, da gibt es sogar passend. Geil. Dankeschön. Warum heizt sie denn so? 17,5 Grad in diesem Bus. Es ist zu warm. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Es ist zu spät. Es ist zu viel Wechselgeld. Es ist zu klein. Oh, ich werde wahnsinnig bei diesem Spiel. Ich werde wahrscheinlich irgendwann selber mal Bus fahren. Ey, es ist zu warm. Ey, ich hätte keine Tageskarte. Ey, es ist zu viel Trinkgeld. Ey, Wechselgeld. Oh, Gott. Ganz ehrlich. Ja, hup nicht dauernd. Du willst ja eh abbiegen. Ach, willst du nicht. Na gut.
In der Hoffnung, dass mir jetzt hier keiner reinballert. Gott, was? Vorsichtig. Ganz ehrlich, ey. Wenn die Busfahrer wirklich so einen Scheiß jeden Tag durchmachen, dann möchte ich kein Busfahrer sein. Echt nicht. Dann kriegst du auch die Krise, ey, weil ich so ausrast. Achso, wir können keinen ein- und aussteigen. Gut, dann fahr ich weiter. Tschüss. Dann halte ich was passend, das nicht. Es sind 18,3 Grad. So, der nächste Einstieg wird bestimmt sagen, es ist zu warm. Ich hätte keine Fahrkarte. Aber müssen wir gleich abbiegen. Jetzt sind wir ein bisschen wieder rumgeschlittert gerade. So, wir sehen noch nichts von wegen Straßenbegrenzung hier irgendwie. Das ist beziehungsweise Spurenbegrenzung, das ist sehr toll. Da ist Polizei. Noch in grün. Ich finde die Blau so hässlich. Ganz ehrlich, es ist so unnötig eigentlich auch. Oh naja, was auch immer. Ist ja nicht meine Entscheidung. Boah, halt die Schnauze ein, ganz ehrlich. Tut mir echt leid, das ist wieder so eine kleine Rage-Folge oder was, ey. Ich weiß auch nicht. So, Freunde. Hallo. Hallo. Eine Tageskarte also, hätte ich gerne. Ja, bitte. Gibt sogar noch mal wieder. Ja. Es beschwert sich ausnahmsweise mal keiner, dass es zu warm im Bus ist. Das ist was Neues. Da kommt die Polizei, da kann ich uns da nicht rein. Die lässt es natürlich auch nicht rein. Das ist ja unnötig. Ach Gott. Jetzt weiß ich manchmal, warum manche Busfahrer so Arschlöcher sind. Wenn die Fahrgäste so schlimm im echten Leben auch sind, da würde ich auch zum Arschloch-Busfahrer werden, ganz ehrlich. So, den fahren wir mal nicht auf hier. Das ist ein Caravero. Ich dachte, die Dinger heißen einfach VW-Bus. Keine Ahnung. So, das hatten unsere Nachbarn mal. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Die den Motor so umgebaut haben, dass er mit Sonnenblumenöl fuhr. Total geil. Hat aber gestunken wie die Pest. Also hat echt gestunken. Das war richtig abartig, ey. Das ist so ein Stank von ein bisschen Diesel oder Benzin und Scheiß dagegen. Aber ist wahrscheinlich umweltschonender, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was Sonnenblumenöl, wenn das verbrennt, da gibt es Stoff übrig, ich weiß es nicht, weil ist eigentlich pflanzlicher Stoff, den man da verbrennt, ne? Mehr oder weniger. Weiß ich nicht. Ist aber wahrscheinlich umweltschonender als Öl. Also nichts anderes ist diese ja im Endeffekt. Wir fahren mal hier lang. Anderes ist Diesel oder Benzin, im Endeffekt ist ja eigentlich alles Öl. Also Erdöl. So, es sind 19 Grad. Wenn jetzt einer sagt, es ist zu warm, dann reicht's. Dann kapituliere ich, dann gebe ich auf, ey. Das ist. Kommen die? Ja. T-Shirt Man. Juhu. Es beschwert sich wieder niemand. Das ist komisch. Ich weiß nicht, warum sich manche beschweren, manche nicht. Ich verstehe es nicht. Ist auch egal. Vorsichtig, ganz langsam. Oh, da kommt sogar noch ein Bus. Er hält an, er hat gesehen, dass wir ein bisschen vorsichtig sind. Dankeschön. Hast du dreckige Karre. Gut, unserer sieht wahrscheinlich nicht. Unserer sieht wirklich nicht besser aus. Bis wir in der Volksstraße sind, sieht die Karre wieder aus wie Sau. Nur aussteigen und einsteigen will auch jemand, sonst wäre ich durchgefahren. Gut, wir. Ampel ist Ero, da kommen wir doch hier herstellen, ganz ehrlich. Das ist ein Unterschied. Unterschied auf Paper. Ein deutsches Wort und eine englische Redewendung. Eine Fangfrage. Keine Ahnung. Eine normale? Jo, sind wir bei 3, sind wir bei 8, sind wir bei 10. Bitteschön. Ihr nicht? Nö, ihr habt? Okay. Gut. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn die auch keine Karte lösen und so, dass die einfach schwarz fahren. Ich weiß nicht. Kommt mir jedenfalls so vor, ne? Ich bin mir gar nicht so sicher. Weiß ich nicht. Vielleicht haben die also eine Monatskarte, die sie gar nicht entwerten müssen, aber keine Ahnung. Gut, eigentlich müssten sie die auch entwerten, weil halt das Datum abgelesen werden muss. Oder so müssten sie halt vorzeigen, dass ich wenigstens sehe, okay, die haben eine Monatskarte, die dürfen fahren oder so. Keine Ahnung. Wir sagen mal, die fahren schwarz. So, mal gucken. Man beachtet jetzt bitte Unterschied sauber und dreckig. Sieht man sehr schön bei dem gelben Haus da gerade. Es ist ein Traum. Naja. So, Freunde. Ich möchte uns anmerken,
mit der Grafikkarte, die ich drin habe, wo Fallout 4 auf Ultra-Einstellungen auf 30 Frames die Sekunde läuft, läuft ein OMSI auf maximal 20 Frames die Sekunde. Nur mal so, dass man einen Vergleich hat. Ich keine Ahnung warum. So, beide Türen auf. Wie ihr sagt, es ist zu warm. Es ist 18,6 Grad. Hallo. Eine Fahrkarte. Guten Tag. Eine Fahrkarte. Gibt sogar aus, weiß ich, kenne ich wieder. Bitte schön. Danke. Es beschwert sich niemand mehr, dass es zu warm im Bus ist. Da stimmt was nicht. Wer seid ihr und was habt ihr mit den richtigen Fahrgästen gemacht, die bei jedem Scheiß meckern? Uah. Irgendwas ganz merkwürdig. 18 Grad im Bus. Vielleicht müssen wir wirklich so bei 18 Grad, 19 Grad bleiben, dass sie nicht meckern. Wobei ich sagen würde, wir wären 22 Grad wirklich lieber als 18 Grad. Andererseits gut, ich weiß nicht, wie warm es draußen, wie kalt es draußen ist. Wenn da minus 20 Grad sind, mal gucken, 22 Grad ist vielleicht doch ein bisschen heiß, ich weiß es nicht. Gut, so kalt wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich tippe mal, ja, Schnee fällt eigentlich bei minus 20 Grad gar nicht mehr, ne? Ja, so für Schnee ist, glaube ich, so Temperatur bis minus 5 bis minus 7 Grad so ungefähr, denke ich. Also so kalt kann es gar nicht sein. Theoretisch. Ich weiß es nicht. Oder wollen wir 3 Millionen Menschen einsteigen? Das heißt, beide Türen auf. Hallo. Guten Eine Tag. Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. Guck mal, hier gibt es sogar eine Mark wieder. Bitte schön. Hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag. Hören wir mal zu. So, kann ich zumachen? Jawohl, kann ich weiterfahren. Perfekto. Es beschwert sich bisher auch noch keiner, dass wir zu spät sind. Das ist merkwürdig. Vielleicht sind wir tatsächlich gut im Plan. Ich weiß es nicht. Andererseits ist so 17:31 vielleicht, also so viel wie hier los ist, ist wahrscheinlich auch der Berufsverkehr. Okay, hierher, wir sind über die Linie gefahren, kann das sein? Ja, so ein bisschen, macht nichts. Macht nichts, macht nichts. Es müsste nur grün werden, nicht? Das wäre nicht so falsch, so verkehrt, ich weiß nicht. Hm. Alter, wenn wir gerade was trinken, dann wird es natürlich grün. Meine Güte. Naja, was. Ich trinke übrigens ziemlich viel in letzter Zeit. Oh, ist mir selber kalt. Der fährt ja, aber ist ja unglaublich. Das war die Straßenlaterne? Hallo? 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 Hm. Und jetzt? Ah, wo geht's? Zack. Da war da. Warte da hinten. Alter Junge! Ich krieg hier, Alter, es ist doch. Geil, 12 Minuten verloren. Fahrplan Ole. Das ist doch nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Also, sieht, dass wir da stehen und fährt trotzdem rein. Was ist denn? Boah! Diese Aufnahme, diese zwei Folgen, ey. Ja, ich sehe schon die Hate-Kommentare. Ganz ehrlich. Aber ganz im Ernst, es ist doch nicht wahr. Ach klar, der Bus ist weg, aber die Ampel ist rot. Natürlich. Da war doch gerade noch ein Bus, Mensch. Wo ist der hin? So ein Scherz. Ja, die wollen aussteigen. Wahrscheinlich wollen jetzt alle aussteigen. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, jetzt wollen alle aussteigen, weil ich so scheiße fahre. Weil mir irgendein Vollidiot mit seinem LKW hinten reinfährt. Kann ich wahr sein. Oh. Kriegt man noch Aggressionen bei sowas, ey. Weißt du, der sieht, dass ich da stehe und fährt trotzdem auf. What the fuck? Weißt du, und die Busfahrer beschweren sich, dass ich scheiße fahre, wenn der mir reinfährt. Was ist denn das für eine Logik? Ah, Mann. Na, guck mal, da ist der Bus wieder. Ich muss hier anhalten. Dann sieht so aus. Okay. Da wollen noch welche einsteigen, glaube ich. Ja, die wollen zu uns. Natürlich wollen sie zu uns. Halt, ich. Freunde, ihr müsst nicht immer loslaufen. Ich halte am Haltestellenschild. Wann kapiert ihr das eigentlich? So, die steigen da hinten aus. Guten Tag, guten Morgen. Gut, guten Morgen ist vielleicht ein bisschen spät dafür. Bin mir da nicht so sicher.
Yay, 10 Frames die Sekunde. Was ist das denn? Also, ganz ehrlich, das ist ein Hohn. Fallout 4 läuft auf Ultra-Einstellungen mit 30 Frames die Sekunde. Und wir dümpeln hier gerade bei 10 Frames die Sekunde rum. Das ist doch ein Scherz. Das kann nicht sein. Das ist billig. Ganz ehrlich. Fallout 4 ist mal... Ich will nicht sagen, dass das Spiel jetzt blöd ist oder so. Es ist geil. Aber Fallout 4 ist ein absolut anderes Kaliber an Grafik und läuft flüssig. Und hier haben wir gerade ganze 12 Frames die Sekunde. Es ist einfach dieses Verarsche. Wir dümpeln bei 10 bis 12 Frames die Sekunde gerade hier rum. Oh, 13 Frames. Das ist einfach... Ganz ehrlich... Vollidioten. Oh, das fällt ja jetzt ein. Krise. Ganz ehrlich, ich bin gerade ganz kurz vor einem Rage Quit. Das wäre mein allererster Rage Quit hier. Wie fährt er denn? Also fett die Bordsteinkante mitnehmen. Ich bin ganz kurz davor gerade, muss ich zugeben, weil es ist gerade echt so ein kleines bisschen nervend. Es wäre das allererste Mal, dass es auf meinem Kanal ein Rage Quit gibt und es wäre auch das allererste Mal, dass ich bei Umsehen eine Fahrt unterbreche. Jetzt wackelt der Bus wieder rum, was ist das denn? Oh, Mann. Wir sind noch 3 Millionen Kilometer weg von dem scheiß Bordstein. Ah, gute Laune, Kreuz. Ganz ruhig, ganz ruhig. Om. Jetzt gehen die, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt sind die Frames wieder in Ordnung, das möchte ich gerade revidieren. Eine 1 bei der Frame Rate vorne habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, wo ich das gesehen habe, hatte ich noch keine Grafikkarte hier drin. Natürlich wollen die alle wieder zu uns. Ist doch klar, wohin sonst. Hier will ich mal Licht anmachen. Nee, ich bin zu spät. Ey, ich bin die Fahrkarte. Also hier 30 Pfennig wieder, sehr schön. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, guten Tag. Hallo. Ein normaler Fahrschein, bitte. Ach so, wir wollen auch noch... Ah, okay. Guck mal, hier gibt es aber 30 Pfennig wieder. Stell eine dir vor. Bitte. Eine Kurzstrecke, guck mal, gibt es 30... Quatsch. Moment. Ich glaube, bei 2, sind wir bei 3, sind wir bei 4, sind wir bei 5. Entschuldigung. Entschuldigung, alles gut. Wir sind ja viel zu spät gekommen. Hallo. Halt die Schnauze. Entschuldigung, das ist doch nicht normal. Nee, die sind zu spät. Ja, Entschuldigung, wir sind völlig unten drauf gefahren. Es hat 12 Minuten Zeit gekostet. Manu. Im Rückspiegel sehe ich übrigens auch sehr viel gerade. Das ist... Oh, hier stehen ja parkende Autos. Was soll denn das? Ja, gar nicht. So, ich habe ja nichts dagegen, dass das Spiel mal ein paar Texturen angeht. Ne? Da kannst du auch gerne mal ruckeln. Aber ganz ehrlich, dass wir auf... konstant irgendwie so 10 Frames laufen, das geht nicht. Jetzt ist es ein bisschen besser mit 13 Frames immerhin. Bis zu 16 Frames, aber das kann nicht sein. Ich will ja nicht meckern, aber die Grafik ist nicht so, dass meine Grafikkarte damit überfordert sein kann. Ich bin ja viel zu spät gekommen. Mann. Bitteschön. Nochmal. Mir fehlt die Funktion, dass man Fahrgäste rausschmeißen kann, weil sowas könnte ich eigentlich gleich wieder rumdrehen und rausmarschieren. Sowas würde ich überhaupt nicht mitnehmen. Wir haben übrigens kein Lenkrad. Leute, die reinkommen und gleich sagen, die sind zu spät. Tschüss. Einmal 180 Grad drehen und du kannst gleich wieder gehen. Du kannst auf den nächsten Bus warten. Also, ohne Scheiß. Ist mir... Nee, ehrlich, sowas würde ich nicht mitnehmen. Ist mir egal. Ich weiß selber, dass ich spät bin. Weil uns dieser Vollidiot mit seinem LKW reingefahren ist, aber... Ey, jeder... Nee, wirklich nicht, sowas soll ich... Nee, wirklich, so sehen würde ich sagen, hier auf 180 Grad drehen, du kannst gehen, du kannst auf den nächsten Bus warten. Wenn es dir nicht gefällt, geh. Ich konnte nicht schneller kommen, wenn es dir nicht passt, tschüss, der nächste Bus kommt in einer Stunde oder so. Fahr mit dem, viel Spaß. Ohne Scheiß. Schön, dass ich wieder die ganze Zeit nur rummutzen bin, aber ganz im Ernst, das
Nee. So, es ist ja wieder dieser beschissene Kreisverkehr, durch den wir zweimal durch müssen. Nee, ganz ehrlich, ey, es kostet mich Nerven, das Spiel, das gibt's gar nicht. 17,8 Grad, warum wird's nicht wärmer? Ach, wir haben die Lüftung nicht angeschaltet. Ja, das erklärt einiges. Fahr, es ist grün. Du musst nicht warten, bis du 3 Kilometer Sicherheitsabstand hast. Mann, ey, jetzt ist wieder rot. Das darf nicht wahr sein. Ja, Spacko da vorne nicht fährt. Keine Ahnung, wo wir es hin müssen. Bestimmt hier Moritzstraße oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir waren gerade bei Moritzstraße 1742. Es ist. Ja, es ist 57. Das ist ja nicht so schlimm. Gott. Ich werde Hate kassieren für diese Folge. Ich sehe es doch jetzt schon. Soll ich unbedingt jetzt, aber wahrscheinlich später. Wenn es sowieso nichts mehr bringt, weil die Folge ist dann eh fertig, weißt du? Und da habe ich schon wieder komplett gute Laune. Ganz ehrlich, normalerweise, wenn ich mal schlechte Laune habe, ist das in der Folge und dann ist gut. Aber jetzt gerade, das ist ätzend. Das ist echt ätzend. Wenn dann irgend so ein Vollidiot reinfährt, obwohl er sieht, dass wir da stehen. Und dann meckern die Leute, es ist zu warm, es ist nicht zu spät, es ist zu viel Wechselgeld, es ist zu viel, also weil es zu viele Münzen sind, weißt du, nicht mal zu viel Geld und zu viel Münzen, dann es ist zu warm, ich will eine Karte kaufen. Die Sonnenhals, ey. Oh Mist. Da ist gerade wieder gekracht, ich weiß es nicht, es ist mir egal. Es ist mir absolut egal, ich habe keine Ahnung. Bäh. Was sind wir denn jetzt, verdammt? Keine Ahnung. Ah, das hält schon. Wow, der LKW. Wow. Wir müssen da halt, wo die Typen stehen. Natürlich. Wow, sonst. Und dann dürfen wir wieder ganz darüber und wenden. Das ist auch so ein Traum, diese Wendeschleife hier. Das ist echt ein Traum. Oh, Freunde. Hallo. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Einmal Kurzstrecke. Sind vier. Ja, sind fünf. Entschuldigung. Guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. Der Fahrgastleiste hat zu viel Wechselgeld hin. Sorry, das macht auch niemand, ey. Ganz ehrlich, ich würde das Geld nehmen und sagen, jo, danke, tschüss. Wir können nur warten, bis die alle weg sind. Geil. Ich will euch keine Facecam an, ey. Ich bin gerade so. Ich bin echt so ein kleines bisschen frustriert, das merkt man bestimmt überhaupt nicht. Aber. Oh. Zum Glück kann ich am Sonntag zwischen dem Public Space variieren. Ja. Ich dachte, komm, mach's nochmal um sie, weißt du, weil das eigentlich so gut ankommt. Weil es mir auch Spaß macht, aber jetzt gerade, gar nicht. Also, jetzt gerade so überhaupt nicht einfach. Da kommt einer. Boah, fällt der Scheiße. Junge, jetzt ist mir schon wieder so ein Vollidiot hinten reingefahren, oder was? Ich krieg doch gleich einen Anfall, das ist doch echt nicht. Bleib ja da stehen, du. Fried mit deinem scheißgelben Mercedes, Alter. Jetzt kommt da wieder einer angeschissen. Ach, sehr rot. Okay. Also, es tut mir leid, das Spiel macht mir auch echt Spaß. Es soll nicht heißen, dass das Spiel irgendwie doof ist oder so, aber es ist gerade echt ätzend. Ich dachte, komm, weißt du, fährst du mal ein bisschen was Schwierigeres, dass du ein bisschen Herausforderungen hast, weißt du, weil die Strecken kennen wir jetzt alle schon. Und dann sowas. Jeder zweite Fahrgast sagt, es ist zu kalt, es ist zu warm. Jeder zweite Fahrgast sagt, es ist zu kalt. Immer im Wechsel. Jeder zweite Fahrgast sagt, sie sind zu spät. Der zweite Fahrgast sagt, ich will eine Fahrkarte kaufen. Ey, sie kommt zu spät. Hallo, einen normalen Fahrschein, bitte. Kannst du dich einfach dein Maul halten und hintergehen? Sind wir bei 3, sind wir bei 8, sind wir bei 10. Ja, bitte. Ganz ehrlich, das macht so echt keinen Spaß. Dann stehst du irgendwo
weil du weggerutscht bist und hast eine Laterne mitgenommen. Da kommt ein LKW und ballert dir rein und die Fahrgäste beschweren sich, weil du scheiße fährst angeblich. Also, tut mir echt leid, aber hoffentlich versteht man, warum ich so ein kleines bisschen genervt bin gerade. Ich werde die nächsten Wochen, Samstag und Sonntag, die Ampel ist rot. Ah. Ich werde die nächsten Wochenenden definitiv was anderes bringen. Das geht nicht. Ich muss auch sagen, ich überlege echt, ob ich die zwei Folgen hier raushaue. Andererseits müssten das jetzt ungefähr 2 Stunden Aufnahme sein, die will ich nicht einfach so wegschmeißen. Die will ich echt nicht einfach so wegschmeißen. Jo, haben wir wieder 11 Frames die Sekunde, geil. Sieht man. Man sieht, wie die Autos rumhakeln, ne? Also das sieht man hoffentlich. Ganz ehrlich, ich überlege, 2 Folgen nicht rauszuhauen. Andererseits, jetzt sind sie nur fast fertig, weißt du, da kann ich sie auch fertig machen und raushauen. Ich will euch ja auch nichts vorenthalten. Ich habe auch bisher noch keine Folge gelöscht, weil sie mir persönlich nicht gefallen hat. Ich habe bisher nur Aufnahmen gelöscht, wenn wirklich irgendwelche Fehler drin waren. Also Aufnahmefehler, ne? Nicht irgendwie Fehler von mir oder so, sondern wirklich Aufnahmefehler, dass irgendwelche Bildfehler die ganze Zeit drin sind oder dass die Tonspur überhaupt nicht hinhaut, dass sie so verzerrt ist, dass sie beim einen Punkt synchron ist und dann 2 Sekunden später wird sie irgendwie asynchron oder irgend sowas. Oder wenn sie asynchron wird, dann so ein bisschen asynchron ist es okay. Aber wenn die dann wirklich so 5 Sekunden auf einmal asynchron ist, weil irgendwo zwischendrin irgendein Fehler ist, der das so auseinanderzerrt, dann überlege ich auch, jetzt wackelt der Kaktus schon wieder so, das gibt's doch gar nicht. 5 Kilometer weg von dem Scheiß. Ach, wir hätten übrigens die Vergaser vermeldet. Ich weiß. Ja, sie haben sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt. Wundern sich eigentlich nicht, wenn sie die nicht eine Vorladung bekommen, weil eine schwere Busse identifizieren. Halt die Schnauze einfach. Mann! Entschuldigung, echt. Aber ganz ehrlich, es ist jetzt so. Und ich werde die Folgen auch so raushauen. Ist mir egal, ihr könnt gerne schreiben, ey, Kreuz, guck mal. Hallo. Abend. Hallo. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich werde die Folge noch zu Ende bringen und dann. Ne? Weil, ganz ehrlich, das macht gerade echt keinen Spaß so. Ich hab gedacht, komm, mach's mal ein bisschen was Kompliziertes, weil es so ein bisschen mal selber noch so ein bisschen an die Grenzen zu gehen und alles. Aber ganz ehrlich. Nee, wirklich nicht. Ihr könnt gerne in konstruktiver Weise schreiben, ey Kreuz, guck mal, die Folge war nicht gut. Gebe ich zu, die zwei Folgen sind scheiße. Ihr könnt da gerne einen Daumen runter für geben. Ich weiß warum. Ich weiß, warum ihr das dann tut. Ich weiß, warum ihr das dann tut. Ihr könnt das gerne machen. Ihr könnt das wirklich gerne tun. Ich habe da kein Problem mit. Ihr könnt auch gerne schreiben, ey Kreuz, guck mal, das war wirklich scheiße. Dass du da so wirklich so genervt warst und so. Könnt ihr gerne schreiben oder ey, guck mal Kreuz. Kannst du da mal gucken, dass du vielleicht. Dreh dich rum und verpiss dich. Schade, dass es nicht steht. So bei 3, so bei 5. Warte noch auf den Fahrschein. Alter! Gib den beiden Folgen bitte einen Daumen runter. Gib den beiden Folgen bitte einen Daumen runter. Bitte, bitte tut mir den Gefallen. Ich sag das jetzt nicht irgendwie, weil ich sag, ey, guck mal, gib mir eine schlechte Bewertung. So, dass so Umkehrpsychologie, dass mir einen Daumen hoch gibt. Bitte nicht. Gebt den beiden Folgen wirklich einen Daumen runter, bitte. Und schreibt bitte gerne, ey Kreuz, guck mal, das war doof, wie du dich da verhalten hast. Oder ey Kreuz, kann ich verstehen, dass du da ein bisschen aggressiv geworden bist, ein bisschen genervt warst. Die sind wirklich ein bisschen, ging halt ein bisschen schief, die Aufnahme. Da kam so alles zusammen, was dann irgendwie zusammenkommen kann. Bitte schreibt. Was ich weiterhin löschen werde, ist dieses E-Kreuzchen, bisschen scheiße und so. Das, ne, also, dass das klar ist. Aber wir natürlich wieder rot, wir schlittern drüber. Ja, natürlich. Also, was? Komm. Guck mal, die Karre sieht schon wieder aus wie ne? Alter. Nein. Brenn. Dumme
bleib doch stehen! Ohne Witz, bleib einfach stehen, wenn du siehst, ich stehe da. Bleib doch stehen! Gib der Folge bitte, bitte, bitte Daumen runter. Bitte, wirklich, bitte, tut mir den Gefallen. Ich weiß selber, dass es scheiße ist, aber ich hau's raus, weil es gehört dazu. Ich verstell mich auch nicht. Na, sind ja wieder pünktlich heute. Sind 2, sind 3, sind 4, sind 5. Wir wollen einen Fahrschein. Ja, halt die Schnauze. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauchst du ein Ticket, was für den ganzen Tag schön. Ja, ich hab dir jetzt gerade mal abgewürgt. Gib den. Bitte gib den Folgen wirklich einen Daumen runter. Ich breche ja. Ich will euch das nicht länger antun. Ich wünsche euch eine schöne Woche, weil die Folge ja Sonntag kommt. Bitte gebt der Folge einen Daumen runter, bitte schreibt E-Kreuz, guck mal, das war wirklich nicht schön, oder E-Kreuz, ich habe Verständnis dafür, war wirklich ein bisschen blöd, Unglück an Unglück gereiht. Bitte, tut mir den Gefallen. Tschüss. Und schöne Woche euch noch. Ich kann nicht mehr.